Hey Dudes, was geht ab? Ja, wir sind auch gleich wieder hier. Ich hatte letztens was festgestellt, was mir nicht so wirklich bewusst wurde. Aber, ja, das wurde jetzt auch mal bestätigt. Wir testen mal eben was aus. Drohende Finanzprobleme? Ja, jojo. Aber natürlich ist das fatal. Ah. Also man kann sozusagen, ich demonstriere es einfach hier an dieser Stelle, alle Steuern auf 0% setzen. Was in unserem Fall halt das Problem ist, dass wir Einrichtungen haben, die Geld kosten. Zum Beispiel das, das, das und das und das. Deswegen können wir das nicht machen. Wir machen Gewinn. Jo. So. Können wir auf 8% überall gehen. Das sollte okay sein. Die Oberschichten so haben wir gar nicht. Wir lassen es mal weiterlaufen. Also wir haben Probleme mit der Gesundheit. 4 Tote pro Tag. Die Patienten in Behandlung sind voll. Das ist schlecht. So, zack. So, und eigentlich war es ja meine Idee noch, dass ich runde Ecken mache. Was natürlich jetzt hier ein Problem wird. Oder wo mache ich die runden Ecken? Das ist die Frage. Das ist ja echt fatal und schwierig. Und das, was ich eigentlich vorhatte, war ja, dass ich hier sozusagen eine Bildungsstadt habe und die andere Stadt damit Bildung versorge. Das Problem ist aber, wie man sich es denken kann, pendeln nicht die Mitarbeiter oder die Leute aus dieser Stadt hierher, um Bildung zu erhalten. Und das bedeutet, wir brauchen auch eine Universität in der anderen Stadt. Das ist doof. Und da muss ich erstmal Platz suchen. Oder ich könnte natürlich. Oh, da fällt mir was Cooles ein. Was ich auch mache. Ich mache das. Es ist. Es ist fies. Es ist böse. Es ist aber auch cool. Ist genau das, was wir brauchen. Und hier sieht es ja irgendwie... Wow, was ist denn hier los? Planieren. Verlassenes Gebäude, verlassenes Gebäude. Warum steht das hier nicht? Grundbrand. Brand, Brand. Brand, Brand. Brand, Brand. Und da brennt es auch noch. Huh. Brennt es hier noch irgendwo? Okay. Ja, die Chemiebrände. Das war das wohl. Also, was wollte ich sagen? Was wollte ich machen? Erstmal hier gucken. Industrie haben wir hier, genau. Hier ist überall Industrie. Und dann wollte ich... Wir haben hier eh noch nicht genug Verbrechen. Das ist schon fast besser, wenn wir... Boah. Alter Schwede, wie viele Verbrechen haben wir denn? Wir haben hier Unmengen an Verbrechen. Alter Falter. Hallo? Es geht ein geheimnisvoller Killer um. Wir müssen einen Detektiv anheuern, damit wir so Millionen zahlen können. Bearbeiten. Also, Detektiv Simlumbo wird unser Problem lösen. Schnell, besorgen Sie ihm ein Büro. Was soll ich ihm besorgen? Was soll ich ihm besorgen? Ermittlungsflügel oder was? Ich habe doch hier so einen Ermittlungsflügel. Kann ich den darauf setzen? Nö, natürlich nicht. Wie sieht's denn aus? Okay. Gefängniszellen, okay. Also wir haben hier alle Streifenwagen in Dienst. Was ist hier los? Hier brennt es auch noch. Oh je, es brennt. Ach du heiliger Bimbam. So, das muss alles hier weg. Da die ganzen Penner. Haben wir Müll? Boah.
Ja, wir haben Müll, offensichtlich. Wo ist denn... Ach, das ist ja da oben, unsere Müllanlage, ne? Hier, da ganz oben. Da, wo es brennt in der Nähe. Ach, du heilige... Makrele. So, tut mir leid. Zack. Dann muss ich hier noch einmal ein... runterziehen. So. 8 von 8. Okay. Hans, danke. Da freuen sie sich. Aber wir haben noch alle... Ja, es ist ja... Es ist... sieht ja gar nicht so gut aus. Ich bin jetzt im Überlegen. Wutauer, aber wir haben... wir haben ja... Unendlich Verbrechen, also... Warum haben wir so viel Verbrechen? Liegt es daran, dass wir so viel Industrie haben und wir Unterschicht und... Warum haben wir so viel Verbrechen? 163 Verbrechen pro Tag. Warum? Weil ich keine Bildung habe. Hm. Okay. Das heißt, wir müssen mal schauen hier auf diese Karte. Ist alles negativ. Okay. Wutauer ist wohl in der Hinsicht nicht gut. Wir können es die allgemeine Hochschule leisten oder eben... Ja, die allgemeine Hochschule machen wir mal. Die klatschen wir mal hier hin. Oder hier so in die Richtung. Oder am besten noch... Ah, hier hauen wir die mal hin. Zack. So, 500. Das bearbeiten wir mal. Kriegt man einen Erweiterungsflügel. Das stört natürlich das da. Jetzt haben wir 1000. Okay. Jetzt gucken wir nochmal hier. Das ist schon sehr tief dunkel. Das wäre natürlich fatal, wenn wir jetzt hier... Oh, guck mal an. Brand, 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 Brand. Willy Brand. Hier alles weg. Ob die Leute da hinkommen, ist auch noch eine weitere Frage. Und ich habe jetzt gar nicht die Uhr gestoppt. Es gibt auf jeden Fall hier Penner. Überall. Also unsere Gegend hat es gerade nicht einfach. Hier. Meine Fresse, haben wir viel Verbrechen. 98.000. Minus. So. So mal. Okay. Ich werde bekloppt, also. Polizei nimmt Verdächtige fest. Ja. Okay. Festnahmen pro Tag. 6, 28. Die fahren jetzt hier natürlich durch die Gegend. Stecken da hinten fest. Die Verbrecher stecken ja auch hier überall fest. Also das Verbrechen schläft nicht. Verbrechen im Gange, ja. Was ich eigentlich noch machen wollte, war ja hier... Oder habe ich das schon gemacht? Nee, habe ich ja noch gar nicht. Ich wollte ja eigentlich noch Straßennetz mit den Dingern da machen. Aber ich bin gerade so... So erstaunt und... Es ist ja... Ist ja heftig, wie viele Verbrecher wir hier haben. Es ist einfach so krass, es ist einfach so krass. Aber unterrichtete Sims, das ist gut. Das bringt Bildung. Das hoffe ich natürlich bringt auch weniger Verbrechen dann nach und nach. Und 1500, da können wir uns fast eine Universität leisten. Die könnte ich dann eventuell hier irgendwo hinsetzen. Alter, das gibt's ja echt nicht. Also ich dreh durch. Ja, Universität, können wir hinhauen. Was ist, wenn ich das hier weg, wenn ich das hier wegklatsche? Kann ich die immer noch hinhauen? Wie sieht's hier aus? 1000. Ne, 999, aber die sind da einige auf dem Weg. Ich kann auf jeden Fall die Universität jetzt bauen. Und hier, steht das auch da? Erhöht Technikstufe umliegender Industriegebäude. Na gut.
Wollen wir erstmal abwarten. Was ich eigentlich machen wollte, ist ja Straßenbahnnetz. Straßenbahn. Also, habe ich hier nicht irgendwo eine Straßenbahn hingesetzt? Nee, Busstation habe ich hier. So, wir gehen einfach erstmal systematisch durch. Oh, das ging ja gut. Das geht gut. Das geht gut. Das geht. Und natürlich geht auch das. Kostet alles ein bisschen Geld, aber das ist ja im Vergleich zu dem Zeug, was wir hier haben, sind das ja eigentlich nur Peanuts, ne? Das sind alles ja nur Peanuts. So, Straßenbahn. Natürlich, hier auch. Und nicht zu vergessen hier. Und ich darf auch nicht hier vergessen. Also ich war gerade richtig geschockt, als ich das gesehen habe, wie viel. Ach, hier. Wie viel Verbrechen wir haben. So, und, Straßenbahn. Könnte ich theoretisch hier hinsetzen. Direkt an diese Kreuzung. Oder wo würde das rauskommen? Wie teuer ist das? 30.000, das kann ich mal wagen. Nee, es geht da raus. Oh. Wäre eine zusätzliche Kreuzung, die da schlecht wäre. Leid es mir tut, muss ich das nochmal abreißen. Genau, die machen das halt nicht extra an einer richtigen Kreuzung, die es da schon gibt. Wir können natürlich hier sowas benutzen. Huch. Oh, jetzt habe ich das Haus da ja eingerissen. Dann kann ich auch hier das Ding hinsetzen. Wie sieht das denn aus? Wie sieht das denn aus, hä? Dann können Sie hier die Strecke auch benutzen. Hier so machen wir das mal. Und ich kann nicht doch da was hintersetzen. Die Dinger. Ach, das ist ja perfekt. Das ist ja perfekt hier oben. Dann kannst du nach links und rechts ausfahren. Bin ich nur mal gespannt, ob das dann auch fährt. Und wie viel das dann kostet. Sieht, ja, komm. Da kann ich drauf kacken. Also, eine Haltestelle hier. Wir wollen hier was mitnehmen. Hier. Okay, hier muss ich gleich erweitern. Da fehlt nämlich noch was. Wie ihr gesehen habt, ist da die Strecke nicht vollständig. So. Hier einmal komplett rumgefahren. Hier ist auch nicht vollständig, aber ich möchte nicht das Tool wechseln. Jo. Dahin. War ein bisschen doof. So. So, direkt vor der Schule. Und dahin. Dann gehen wir nochmal hier hin. R. So, Straßenbahn. Hier, führt es nicht rum, deswegen einmal hier dicht machen. So, jetzt bin ich mal gespannt. Alter Schwede, das sieht heftig aus. Sieht einfach heftig aus. Und ich habe das Gefühl, dass irgendwie gerade gar keine Musik ist. Aber das scheint noch zu laufen hier alles. So, wie sieht's denn aus hier mit dem Verkehr? Fahren die da raus? Bei der Arbeit. Ah, da fahren sie raus. Busdepot. 24 Busse. Die stecken auch überall fest. Wir haben überall Haltestellen. Zumindest ein paar. Na gut. Okay, okay. Prozessorfabrik. Petition. Prozessorfabrik. Genehmigt. So, Prozessorfabrik. Das ist nämlich das nächste, was ich machen wollte. Da müssen wir mal gucken. Prozessorfabrik. Prozessor. Und was ist hier? Unterhaltungselektronikfabrik. Was ist das? Setzen Sie Ihre aus praktischen Hightech-Prozessoren in TV-Geräte ein, damit Sie schön einschlafen können. Okay. 3600 Kisten am Tag. 2400 Prozessoren. Elektronikzentrale. 160.000 kostet das Ding.
Das hauen wir mal. Ich würde es hier hinhauen. Da ist so eine richtig schöne freie Stelle. Oder hier. Ja. Direkt hier. So, und was brauchen wir dafür? Wir brauchen eine Legierung und Plastik. Okay. Plastik müsste ich also einkaufen. Wir gehen erstmal hier hin. Was ist das denn hier? Prozessormontageband? Prozessormontageband. Erst ein. Und das Ding kann ich hier vorsetzen. Zack. Okay, erstmal ein Ding davon. Da muss ich mal gucken, dass wir hier hingehen und dann mal schauen. Kann ich Plastik hier einkaufen? Nein, ich kann aber ich kann exportieren für 100.000. Aber dafür muss ich das erstmal herstellen. Was haben wir denn hier? Lokal. Kohle. Das. Und dann gehen wir mal hier hin. Wo ist denn das Plastik? Roherz, Rohöl, Metall, Legierung. Da ist Plastik. Was brauche ich? Fügen Sie zur Rohölzentrale eine Gewerbeteilung zu oder zur Handelszentrale eine Rohölabteilung? Das geht nicht. Das heißt, ich muss das hier hinhauen. Da habe ich Roherz. Roherz, Legierung. Im Moment würde es ja praktisch reichen. Und hier, was ist das hier? Legierung, Legierung, Roherz, Roherz, Scheiße, Kohle, Roherz. Ah, ihr könnt auch weg, okay. Und dann hauen wir hier hin, Kunststoff. Das ist doch Plastik, oder? Oder muss ich... Kunststoff. Nutzen Sie den Kunststoff lokal, importieren Sie den Preisen. Okay. Das ist genau das, was wir brauchen. Lieferung. Kunststoff wird importiert. Na gut, da wollen wir mal schauen. Wie das denn hier gleich aussieht. Also. Sieht auf jeden Fall heiß aus. So haben wir denn die Prozessorfabrik. Da. Legierungsmangel. Produktion angehalten. Das heißt, ich muss hier hingehen. Lokal verwenden. Und Legierung lokal verwenden. Roherz lokal. Okay, das wird alles importiert. Mal kurz gucken. Wie viel Platz habe ich denn hier? 10.000 Kisten. Das ist gut. Schauen wir einfach erstmal. Das ist hier Hightech-Industrie. Nee, mittlere Dichte. Das ist Hightech. Okay. Bau, okay. So, bin ich mal gespannt. Es ist immer noch sehr rot hier.